Lampukistan Gaming ist hier, zweiter Teil der Wastelander Erweiterung. Genau an der Stelle hier sind wir stehen geblieben und wir haben die Mission Auftragsjäger, ne? Lies Bauplan, Schild von Cranes Schatzsuche und Co. in deinem Inventar. Dann checken wir doch mal, wo sich das in meinem Inventar befindet, ne? Unter Notizen wahrscheinlich, da ist er schon. Gut, wir haben das Ding gelesen. So, was müssen wir nun tun? Abgeschlossen. Sprich mit Mord. Baue das Schild von Cranes, Schatzsuche und Co. in deinem Camp. Kategorie Quest. Alles klar, dann verlassen wir doch mal dieses Gebäude hier wieder. Das Wayward. Okay, wie immer, die Ladezeiten habe ich euch erspart. Ich habe beim letzten Mal nochmal kurz, nachdem ich das Video aufgenommen hatte, meine Perks mal durchgesehen. Das können wir hier mit Dreieck. Kann man sich hier seinen Bild nochmal anschauen, ne, da seht ihr, was ich alles ausgerüstet habe. Na, den Messi-Typen könnte man vielleicht reinmachen. Für den Profischläger, ne? Ja, dann wiegt nämlich das Schrott weniger. So, hier haben wir einige coole Perks. Was haben wir? Was ist das hier nochmal? Details können wir mit R3. Ja, das ist das. Das brauchen wir nicht, ne? Was ist Panzerkiller? Ignoriert Rüstung. Das ist eigentlich nicht schlecht, ne? Können wir da irgendwas? Ja, diese ganzen Einbrechergedönse, ne? Die könnte man doch theoretisch hier erstmal rauslassen. Und dann machen wir Panzerkiller rein, ne? Und wenn wir irgendwo was knacken müssen, dann machen wir die Dinger wieder rein. So, was ich auf jeden Fall brauche, ist hier. Können wir gerne noch einen guten Skill gebrauchen. Da müssen wir mal später schauen. Auf Lack habe ich ziemlich viel geskillt. Na, der mysteriöse Fremde kommt im Wärts immer wieder vor. Kennt ihr vielleicht noch aus Fallout 4. Und ja. Jetzt schauen wir doch mal, was wir tun sollen. Wir haben doch unser Camp hier irgendwo aufgeschlagen. Ne? Wenn das nicht... Uranrausch, Event. Das wollen wir nicht. Wir wollen... Wo ist mein Camp? Das, ist das schon wieder weg? Oder wie sieht das hier aus? Camp verlegen für 40. Ne, pass auf. Das Camp muss doch hier irgendwo sein. Wir haben das doch extra hier hingebunkert. Hm, man kann das aber auch irgendwie nicht finden, ne? Na gut, was soll's. Komm schon, wir platzieren also 40 Kronkorken hier. Ich habe 900, das tut nicht weh. Gehen wir mal hier oben ein bisschen in die Berge. Da sollte das eigentlich relativ bald hier aufzustellen sein. Genau, hier ist die magische Grenze zu Ende. Annehmen. Alrighto. Ab ins Baumenü. Blaupausen, da müsste das... Oh, das ist meine ganze Basis hier. Die ist ein bisschen groß. Quest, da ist es doch. Dieses Schild sollen wir aufstellen. Und, packen das mal ein bisschen nach vorne. Machen wir mal hier hin. Und dann... Okay, und jetzt brauchen wir aber noch einen Generator, ne? Haben wir da noch irgendwo was im... Irgendwas in der Hinterhand? Hier ist was, ne? So ein kleiner Generator. Okay, Kabel anbringen. Kabel angebracht. Okay. Lade das Übertragungsband in einem Funkturm und aktiviere die Verbindung. Wo ist der nächstgelegene Funkturm? Den müssen wir... Ah, da ist er. Haben wir das schon? Spring mal kurz hin und wenn ich dort bin, ne, dann sehen wir uns direkt an dem Sendeturm EMB127. Da sind wir auch schon. Wir zücken mal direkt vorsichtshalber. Oh, da ist schon irgendein legendärer Gegner, ne? Zücken mal vorsichtshalber unsere Waffe, wollte ich gerade schon sagen. Denn, hier sind garantiert ein paar Bösewichte am Start. Zweifacher Schaden, weil getarnt. Sehr gut. Oder beziehungsweise Schleichangriff. So, habt ihr was dabei für mich? Patronen nehmen wir auf jeden Fall mit. Impro-Repetiergewehr, das braucht man nicht. Wie sieht's hier aus?
Sehr gut. Okay, wir haben noch 7 Power Armor, beziehungsweise für unsere Power Rüstung haben wir noch 7 Kerne. Oh shit, da ist noch einer. Alter. 95% und wir haben... Ah doch, wir haben getroffen. Hat ausgesehen, als hätten wir daneben geschossen. Es ist ein bisschen laggy gerade, fällt mir auf. Okay, hier sollen wir das Ding hochladen, ne? Wir müssen das Übertragungsband. Okay. Schauen wir mal, wo das Übertragungsband ist. Holoband hochladen, Viereck. Wo bist du? Jesus, es sind so viele. Wo ist Übertragungsband? Alter Schwede, da sind 1000 Bänder. Aufseher, da ist es, ganz unten natürlich. Okay. Übertragungsverbindung aktivieren. Let's go. Nachricht hochgeladen. Initiiere Übertragung. Achtung, Konsumenten. Neues Geschäft gegründet. Bitte Crates-Schatzsuche und Co. aussuchen, um Güter und Dienstleistungen auszutauschen. Editiere Slogan. Folge dem Schild. Okay. Folge dem Schild ins Glück. So, da können wir uns auch theoretisch wieder zurückbeamen, ne? Es ist ein ewiges Gespringe. Alles klar, wir sehen uns in meinem Camp gleich wieder. Dann schauen wir doch mal, was sich hier getan hat. Hier ist das Schild. Da oben müssen wir hin. Oh, was ist da los? Irgendein Typ ruft nach uns. Beziehungsweise nach Crane. Schatzsuche. Okay, was... Reden wir mal mit dem Typen? Wow, du bist nicht Crane. Was zum Teufel ist hier los? Du kennst Crane. Hat er dir was von dem Schatz erzählt, den er gefunden hat? Crane hat den Schatz gefunden? Krass. Wo ist er? Was machen wir mal das hier? Im Wayward, hä? Sollte ich vielleicht mal vorbeischauen? Danke für den Tipp, nicht Crane. Viel Glück dir. Okay, warte ab. Was ist hier eigentlich los? Hallo Protektron, warum greifst du mich an? Hier schießt noch mal irgendwas auf mich. Verbrannter. Okay. Bleischrott. Das nehmen wir nicht mit. Gucken wir noch, was der Typ dabei hatte. Ja, Munition brauchen wir immer. Warte ab, wen das Schild anlockt. Ja, Freunde. Das Ding hat schon Schaden genommen, weil die hier einfach... Crane, komm raus. Komm raus, wo immer du bist. Wow. Was sind das für Dudes hier? Freie Radikale. Hier stehen geblieben. Hier soll's sein? Dachte, du wärst eine große Nummer. Du sollst Informationen haben, an denen unser Boss interessiert ist. Sag mir, wo der Schatz ist, dann lässt er dich in Ruhe. Versprochen. Okay, wer zum Teufel meint der eigentlich, wer er ist hier? Mit wem er spricht? Nein, du wirst mir erzählen, wo dein Versteck ist, sonst dreh ich dich auf links. Mit Glück, dein Name ist Davy, oder? Wolltest du mir nicht helfen, das Ding zu töten? Ja, wir nehmen auf jeden Fall einen von dem hier. Wir machen mal Glück, ne? Wie bitte? Woher weiß der Arsch, wie du heißt? Ihr arbeitet doch zusammen. Was? Nein! Merkst du nicht, dass das nur... Jawohl, jetzt haben wir sie aufeinander gehetzt, die zwei Typen. Oh, oh. Okay, der Typ ist down. Wer bist du hier? Derjenige macht mir wahrscheinlich die Questline kaputt, aber na gut. Finde heraus, wo sich das Versteck der Bande befindet.
Okay, machen wir das doch mal, ne? Onkel Cornelius. Wo ist das Versteck der Bande? Aber wo befindet sich das? Das ist eine gute Frage. Ich möchte mit dir nicht handeln. Ich möchte nur Richtung... Ah, hier müssen wir den Typen durchsuchen, ne? Bring mir Crane. Letzte Sichtung, Wayward, Geschlecht, männlich, Statur, Mittel, alles klar. Gefährlich, angeblich nicht. Gut, dann nehmen wir das doch mal. Okay. Was nun? Wir müssen ins Wayward. Da drin sind wir wenigstens sicher vor diesen... Das ist immer der einzige Nachteil an diesem Always-Online-Ding. Dass euch einfach ständig irgendwelche Typen da reinpfuschen in euer Handwerk. Und rein damit. Ja, die machen... Die können vielleicht dieses kleine Singleplayer-Erlebnis ein wenig kaputt machen. Außer man ist denn... In dieser Fallout First Welt, ne, in diesen privaten Servern, aber. Okay, so. Erstattet Dutches Bericht. Machen wir doch. Du siehst nicht allzu mitgenommen aus. Hast du herausgefunden, wo sich diese Störenfriede verstecken? Natürlich haben wir das, ne? Ihr Boss. Jetzt musst du nur noch... Warte, Sägewerk von West Virginia? Das kann nicht sein. Du hast dich verhört. Und warum genau spielt das eine Rolle? Ich war vor einiger Zeit in der Gegend. In dieser Sägemühle wimmelte es nur so von diesen großen grünen Bastarden. Mutanten. Du kennst diese Monster, Duchess. Wenn diese Gang in der Lage war, sie zu vertreiben, dann könnten die Typen zäher sein als erwartet. Hm. Hast du eine Idee, wie wir vorgehen sollten? Ich würde nicht aus allen Rohren feuern da reingehen, es sei denn, es sind große Rohre. Du könntest dich auf dein Glück verlassen. Vielleicht reden sie mit dir. Aber ich bin dort dieser Familie begegnet. Die hat es vermutlich auch schon mit denen zu tun. Bin außerdem noch auf einen... schrulligen Wiederverwerter gestoßen, der behauptete, sich mit der Mühle auszukennen. Könnte sich lohnen, mit den einen oder anderen zu reden. Okay, erzähl mir von diesem Wiederverwerter, ne? Er lebt bei den Rummelplatzbuden in Tyler County. Er beharrte darauf zu wissen, wie man die Mutanten aus der Mühle vertreibt. Aber wie das geht, wollte er nicht verraten. Wahrscheinlich verrät er es eher jemandem, dessen Gesicht ihn nicht abschreckt. Wie soll unser Gesicht denn abschrecken? Wir stecken doch in einer Powerrüstung. Der sieht unser Gesicht doch gar nicht. Alles klar, besprechen wir das später. Wie du meinst. Wenn du es dir anders überlegst. Ich bin hier. Okay. Wir müssen das mit dem Typen klären. Dann machen wir das doch eben mal noch, ne? Na gut. Willst du sonst noch was über diese Familie und den Wiederverwerter wissen? Jo, dann nehmen wir noch die Infos über die Familie, ne? Sie sind bei der Anchor Farm. Falls diese Typen sie nicht vertrieben haben. Aber falls sie noch dort sind, haben sie sich vermutlich mit ihnen arrangiert. Ah, könnte nicht schaden, es herauszufinden. Gut, jetzt haben wir, denke ich, doch wirklich alles, was wir brauchen. Gut, denn mehr weiß ich nicht. Super. Falls du noch nicht dort warst. Die schnellste Route wäre zurück nach Vault 76 und von dort aus Richtung Norden. Und pass auf dich auf, du tust uns einen großen Gefallen. Okay, an diesem Sägewerk, an das kann ich mich natürlich noch sehr gut erinnern, denn da kann man richtig gut Erfahrungspunkte farmen, sage ich jetzt mal. Das ist nämlich hier oben, ne? So, pass auf, was haben wir hier? Hier haben wir die Familie auf der Anchor Farm. Hier haben wir den Wiederverwerter und hier haben wir den Bandenanführer bei der WW Lumber & Co., ne? Komm, wir können da hinspringen, kostet mich 26 Kronkorken und dann werden wir den Typen eliminieren. Okay, da ist das Sägewerk und jetzt müssen wir mal diesen Anführertypen finden.
Hier sind echt hier ist eine richtige Horde an Supermutanten drin. Also hier sollte man relativ vorsichtig sein. Upsa, lag. Ich habe ein relativ gutes Level. Das sollte eigentlich... sollte eigentlich ausreichen, um den Typen den Chaos zu machen. Werden wir mal schauen. Das hier aussieht. Ich war schon lange nicht mehr. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen verändert, ne? Wer bist du? Freie Radikale. Schauen wir mal, ob wir mit dem Typen reden können. Moment. Hast du dich nicht angemeldet? Keiner kommt ohne Erlaubnis vom Boss rein. Benutz die Sprechanlage. Alright, machen wir doch. Was ist denn? Ich will mit einem Boss reden. Ach ja? Und wie lautet das Passwort? Oh, hoffentlich können wir mit Charisma Glück. Ah, das Passwort lautet, dass ich definitiv weiß, lautet... Donauwalzer? Komm rein. Sehr geil. Früher war das mit Charisma gelöst, ne? Jetzt haben wir mit Luck hier ein bisschen, Kann man das einfach öffnen, oder was? Jawohl. Hereinspaziert. Und schon sind wir im Inneren. Das ist ja easy. Okay. Irgendwo da oben ist der Typ. Oder bringt den Bandenanführer dazu, das Wayward in Ruhe zu lassen. Nö, wir bringen den Typen um. Freunde, wenn wir eins aus The Walking Dead gelernt haben, dann legt die Leute einfach um, weil dann habt ihr eure Ruhe. Okay, hier geht's rein. Hier war früher auch kein Büro. Das war einfach nur, glaube ich, die Tür gab's nicht und da war einfach nur ein Raum. Meine mich zu erinnern. Das ist aber, wie gesagt, sehr lange her, dass ich das Spiel nicht mehr angefasst habe. Aber da waren immer richtig viele Supermutanten. Da konnte man richtig gute Erfahrungspunkte generieren. Okay, wo müssen wir hin? Alter, wie sieht das denn aus? Chemiestation, Brauchstation. Okay, hier oben wahrscheinlich, ne? Wo ist der Mann? Hier hockt jemand. Was verloren, Blechbüchse? Wenn du Toto suchst, schau am Fluss nach. Wir brauchen den Chef. Nochmal, Stufe 30, das ist schon ein bisschen interessanter, ne? Können wir hier was stehlen? Wenn wir was mitnehmen wollen, das ist gestohlen, oder? Eingesackt. Okay. Wo ist der Bandenanführer? Muss man doch mal die Map checken. Das sieht man natürlich hier nicht. Das ist immer dieses bisschen bei Fallout. Er sagt uns jetzt wieder, wir müssen hier raus. Gerade hat er noch gesagt, wir müssen hier rein, aber wir holen und wir snatchen uns hier. Oh, ein Powerkern ist schon entfernt. Schade. Hier unten irgendwo. Oder ist das nur... Vermutlich hat es ihn endlich erwischt. Bertha hatte sowieso keine große Chance. Ah, der hat sich im Untergrund versteckt. Jemand alle Tassen im Schrank haben sollte, um unseren Preis für uns zu finden. 66 Stufe. Yeses, okay. Quatsch mal mit dem Typen. Du hast das Passwort? Hat dir bestimmt jemand gegeben, der dachte, du könntest noch nützlich werden. Ich bin Roper. Jetzt erklär mir doch mal, warum du mir die Luft wegatmest. Eine Menge Selbstvertrauen, der Typ. Ich will, dass du Wayward in Ruhe lässt. Eine Sturzgefahr. Okay. Ist das so? Und warum sollte ich das tun? Weil ich dich sonst eliminiere. Stärke 8 plus, wenn nicht, da reiß ich dir nacheinander alle Gliedmaßen aus, weil ich Crane bin und ich weiß, wo der Schatz ist. Wir versuchen es mal mit diesem Überzeugungskunst. Keine Ahnung, warum dir das so wichtig ist. Aber gut, wir finden Cranes Schatz auch allein. Jetzt hau ab, bevor ich es mir anders überlege. Instanzfortschritt, Kontrollpunkt erreicht. Schatz eben allein. Das in Ordnung ist. Klar ist das in Ordnung. Okay, wie es war, relativ einfach. Gucken wir mal, ob wir von hier innen schnell reisen können. Ob das erlaubt ist. Dann können wir Dutchess Bescheid sagen, dass das Wayward sicher ist. Nee, wir reisen zum Camp, weil wir sind geizig. Okidoki, wir sind ans Camp gesprungen und jetzt geht's ab ins Wayward.
Ah, ihr seht schon, wenn man da mit einem neuen Charakter reingeht, also mit einem Stufe 1 völlig neu, könnte das wahrscheinlich schon mit unter Umständen relativ schwer werden, ne? Weil wenn die Leute da Stufe 30 plus oder sogar der Meister Proper hier Stufe 60 oder was hat, 66, das könnte ungemütlich werden. Ja, schauen wir mal, was Duchess dazu sagt, dass Wayward jetzt sicher ist. Gucken wir mal, die Ladezeit ist ja relativ kurz, um da reinzukommen. Deshalb müssen wir die nicht wirklich überspringen. Okay. Los geht's. Du bist zurück. Hast du es geschafft, diese Rüpel loszuwerden? Logo, ich habe Ihnen einfach gesagt, dass es Folgen hat, wenn Sie nicht Ruhe geben. Das hat funktioniert. Erinnere mich dran, dich nie zu verärgern. Gute Arbeit. Vielleicht können wir dir wirklich vertrauen. Vielleicht. Da wäre noch die Sache mit meinen vermissten Helfern. Die waren zuletzt hinter ein paar zwielichtigen Typen her. Kamen nicht zurück. Die beiden wissen sich zu wehren. Wenn sie so lange fort sind, muss etwas passiert sein. Finde sie. Dann fällt mir vielleicht ein bisschen was über Crane wieder ein. Okay, das ist schon eine leichte Erpresserschiene. Fragen wir mal, ob sie was dafür bezahlen will. Klingen 100 Kronkorken gut für dich? Klar, das nehmen wir mit. Oder wir können feilschen. Du scheinst diese Leute zu mögen. Sind sie dir sicher auch 150 Kronkorken wert? Könnte sein. Sehr gut. Also gut, abgemacht. Du findest sie also für mich? Klar, für 150 Kronkorken werden wir die Leute finden. Das höre ich gern. Die erste vermisste Person heißt Polly. Sie trägt einen Sender, den du mit deinem Radio aufspüren kannst. Der zweite Vermisste nennt sich Saul. Die beiden sind wie Pech und Schwefel. Wenn du einen von ihnen findest, kann der andere nicht weit sein. Wenn ich sie wieder persönlich zusammenstauchen kann, wirst du dafür ordentlich belohnt. Okay, irgendeine Idee, wo sie hin sind? Keine Ahnung, aber dafür ist schließlich der Sender gut. Wenn du dein Radio auf ihre Frequenz stellst, solltest du sie anpeilen können. Ich denke, das kriegen wir hin, ne? Trägt einen Sender. Ja, alles klar. Ich finde heraus, was mit deinen Leuten passiert ist. Danke. Pollys Senderfrequenz ist 99,7. Von der Station wurde Appalachia früher mit Jazz versorgt. Ich dachte mir, jemand sollte davon profitieren. Finde raus, was aus ihnen geworden ist, okay? Wenn ich neue Leute brauche, will ich die Alten nicht im Stich gelassen haben. Jo, das würde ich sagen, kriegen wir hin, ne? Auf Quest abgeschlossen, Auftragsjäger. Okay, das gab einen Batzen Erfahrungspunkte. So, was steht als nächstes an? Questbelohnung. Eichhörnchen, bisschen Tato, Wein, Stimpack, Redaway, 520 Erfahrungspunkte. Und die neue Quest ist gemeinsam stark. Würde ich sagen, die können wir uns auf jeden Fall im nächsten Video auch noch anschauen, wenn ihr Bock drauf habt, ne? Dann sind wir wieder ein bisschen drin in der Fallout-Welt. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir natürlich wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao und bloß kein Stress.